Ich nicht. Ich habe mich nur nicht getraut, was zu sagen. Was meinst du? Wieso um alles in der Welt soll mir Jesus einen Esel holen? Wieso ein Esel? Will er etwa über einen Esel predigen? Kann schon sein. Vielleicht will er aber auch mit ihm reiten. Reiten? Jesus will auf einem Esel reiten? Unser Meister? Noch dazu auf einem Füllen? Auf dem noch nie ein Reiter gesessen? Was passiert, wenn Jesus abgeworfen wird? Außerdem passt es ihm nicht viel besser ein Kamel oder ein Pferd. Ich meine, er ist doch ein bedeutender Leber. Und er wird unser König werden. Ich spüre es, Jesus wird König werden. Sag das nicht so laut. Es gibt ja Leute, die hören das überhaupt nicht gerne. So, bitte, sag auf. Und dann auch schon das Tier. Okay, schnappen wir, jetzt finden wir es los. Hey, was macht ihr mit meinem Esel hier? Unser Meister schickt uns. Euer Meister schickt euch, das kann doch jeder sagen. Welchen Meister meint ihr überhaupt? Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth? Okay, dann dürft ihr den Esel zu eurem Meister bringen. Heilung, Zeit Christus, unser Herr.
kleinen und großen Zuschauern. Mein Name ist Schlaufuchs. Ich lebe bei den Kindern der dritten Klasse in der evangelischen Grundschule Holzdorf. Schaut mal, was ich dort entdeckt habe, dieses tolle Bild. In den letzten Tagen haben die Kinder ganz viel über die Ostergeschichte gelernt. Sie haben auch das schöne Bild hinter mir gemalt, das hier. Wisst ihr eigentlich, was wir Ostern feiern? Ich weiß es wegen mir. Ich bringe doch den Kindern die schönen bunten Ostereier. Das stimmt, lieber Osterhase, aber wir feiern bei Ostern noch etwas ganz anderes. Was denn? Ich zeige es dir. Und ihr hört jetzt gut zu. Am Karfreitag wurde Jesus in Jerusalem zum Tode verurteilt und ans Kreuz geschlagen, weil böse Menschen Angst um ihre Macht hatten. Der Himmel verfinsterte sich und viele andere Menschen trauerten an diesem Tag um Jesus Christus, Gottes Sohn. Er sollte der Retter und Erlöser der Menschheit sein und nun war er tot. Frauen wickelten Jesus in Tücher und legten ihn in ein Felsengrab. Nun ist alles vorbei. Jesus ist tot. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wie konnte das geschehen? Keine Ahnung, es ist aber geschehen. Dabei dachten wir, er sei der große König, den Gott uns versprochen hat. Und nun? Was sollen wir bloß machen? Jesus war so ein guter Mensch. Jedem hat er geholfen. Er hätte die Welt retten können. Warum musste er noch sterben? Komm, lass uns nach Hause gehen. Wir haben hier nichts mehr verloren. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ostern ist das Fest des Glaubens und des Lebens. Das Fest der Freude und der Hoffnung. Ein Fest der Beziehung, der Wegbegleitung, der Zuwendung und Freundschaft. Für den Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft der Glaubenden. Dabei geht es weniger um ein Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, sondern um eine persönliche Beziehung,
eine Beziehung, eine Bindung zu Jesus von Nazareth, dem Christus, dem Gesalbten, dem Gesandten Gottes, Retter und Heiland. Durch sein Handeln, sein Leben und seine Lehre vertrauen sich Menschen ihm an und finden dabei, was wirklich trägt im Leben und im Sterben. Doch menschliche Vorbilder kann es viele geben. Was ist eigentlich das Besondere an diesem Jesus von Nazareth? Das Ostergeschehen ist die kurze Antwort. Nur von Ostern her macht letztlich der Glauben Sinn. Denn nur von Ostern her wird deutlich, dass Jesus nicht gescheitert, im Tod geblieben und damit samt seiner Botschaft untergegangen ist. Vielmehr hat Gott ihn aus der Tiefe des Todes herausgeholt, erhöht, auferweckt und so als Christus bestätigt. Er ist zur Brücke geworden zwischen Himmel und Erde, Gott und den Menschen. Er ist vorausgegangen in ein neues Leben, weil Gott ihn befreit hat und diese Befreiung gilt eben auch für uns. Halte mich nicht fest. Dieser Vers stammt aus dem Johannesevangelium. Maria aus Magdala fragt am Ostermorgen einen vermeintlichen Gärtner nach dem Leichnam Jesus und erkennt in ihm den Auferstandenen, als er sie mit Namen anspricht. Instinktiv greift sie nach ihm, doch Jesus wehrt ab. Halte mich nicht fest. Als könnte wirklich jemand den festhalten, der Grab und Tod überwunden hat. Was könnte Jesus also mit diesem Satz meinen? Vielleicht sagt er, Maria, halte nicht fest an dem, was gewesen ist. Die Auferstehung dreht die Zeit nicht einfach vor die Kreuzigung zurück, sondern es beginnt etwas ganz Neues, eine ganz neue Zeit. Ich glaube, dass diese Zusage auch für uns heute gilt. Vielleicht in unserer besonderen Situation stärker als je zuvor. Christen sind nicht fixiert auf das, was ist oder gewesen ist. Mag in der Gegenwart oder der Vergangenheit noch so viel gewesen sein. Schuld, Versäumnis, Krankheit, Pandemie, Leiden. Mag es auch noch so düster gewesen sein. Ich darf neu beginnen. Ich bin nicht festgenagelt auf die Verhältnisse, weil mit der Auferstehung Jesu etwas ganz Neues begonnen hat. Von der Auferstehung Christi her kann ein neuer, reinigender Wind in die gegenwärtige Welt wehen. Dieser Satz stammt von Dietrich Bonhoeffer, der am 19. April 1945 ermordet wurde. Und der bis zuletzt fest daran geglaubt hat, dass die Menschen durch die Auferstehung Christi immer eine Zukunft haben. Halte mich nicht fest, loslassen, worauf ich mich selbst oft fixiere, ja reduziere, Aussehen, Karriere, Konsum. Im Licht der Auferstehung ist mein Leben davon nicht letztlich bestimmt. Was für eine Befreiung. Ich kann so vieles gelassen loslassen in meinem Leben, weil es einen anderen Halt gibt. Einen verlässlichen, dauerhaften Halt bei Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Halt, der trägt über Abgründe des Lebens hinweg. Dietrich Bonhoeffer sagt dazu, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.